Sprache und Bildung sind der Schlüssel zur Integration. Am besten funktioniere das mit spielerischer Annäherung. Diesen Anspruch soll die Bildungsbox der Gebäudemanagementfirma Dussmann Service GmbH erfüllen. Nur 30 Stück dieser Boxen wurden bundesweit sowie in Österreich, der Schweiz und Luxemburg verschiedenen Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Eine ging nun an die Pirnaer Bibliothek. Dort freut man sich über die Bereicherung der Willkommensbibliothek, die seit 2 Jahren besteht. Es ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir weiter an unserem Bestand für die Willkommensbibliothek arbeiten können, dass wir da aufstocken können, denn der Bedarf ist sehr groß. Wir haben 2015 angefangen mit wirklich einer kleinen Anzahl an Wörterbüchern und Bildergeschichten. Dank der Kirchgemeinde, dank der Stadtverwaltung Pirna, Aktion Zivilcourage und dem Deutschen Bibliotheksverband, da als erstes etwas anzubieten. Das Ganze ist jetzt etwas in die Stagnation geraten und wir freuen uns umso mehr, dass wir mit der Firma Dussmann jetzt einen Partner an der Seite haben, die uns also hier mit der Bildungsbox unterstützen, gerade für die Kinder, die Familien, die jetzt nachziehen und die eigentlich jetzt erst wirklich kommen. Und insofern ist das wirklich eine Bereicherung für unseren Bestand. Und was genau ist drin in der Bildungsbox? In der Bildungsbox ist drin Malutensilien, Buntstifte, dann Aquarellfarben, dann ganz, ganz unterschiedliche Bücher, bildlich zur Sprache führend, aber auch vergleichend. Es sind CDs drin und ja, darüber hinaus was zum Naschen und so weiter und so fort. Aber in erster Linie ein ganz großer Umfang an Schreibblöcken, an Büchern, die die deutsche Sprache sozusagen über Bilder erklären. Bereitschaft und Geduld brauche es, um wirklich Fuß zu fassen. Die Basis muss stimmen, meint Matthias Opitz. Die Bildungsbox für Flüchtlingskinder aller Altersgruppen soll vor allem lebensperspektivischen Nutzen haben. Ja, Bildung und Sprache, das sind die Dinge, die notwendig sind, um hier anzukommen in unserem Land, um sich zu integrieren, um auch die Möglichkeit zu haben, einen Job aufzunehmen. Die Verständigung ist ganz, ganz wichtig. Und das sind Dinge, über die man auch lernt, was sind die Gepflogenheiten hier in dem Land, was wird wie gelebt hier, dass man sozusagen auch ein Verständnis für unsere Kultur entwickelt und natürlich auch wir andersrum auch Verständnis für die Kultur entwickeln über den sprachlichen Austausch. Verdient habe die Pirnaer Bibliothek die Bildungsbox mit Schulmaterialien im Gesamtwert von 600 Euro wegen ihres Engagements für Integration. Viele der jungen Männer, die 2015 als Erste nach Deutschland kamen, wären mit Lerneifer in die Willkommensbibliothek geströmt. Sie wollten ganz schnell die Sprache lernen. Wir haben viele Beispiele, die mit viel Engagement hier zu uns in die Bibliothek gekommen sind. Mittlerweile einwandfreies Deutsch sprechen, auch dank der Bibliothek. Und natürlich Wörterbücher benötigt haben, Sprachlernkurse und erste kleinere Geschichten und Romane gelesen haben. Und jetzt, wie gesagt, sind es die Familien, vorrangig die Kinder, aber auch Frauen, die jetzt genauso an der deutschen Sprache sich erproben. Und die Kinder sprechen das schon fast perfekt. Also das geht ganz schnell, dass die Deutsch lernen. Es geht langsam vorwärts, dennoch heißt es achtsam bleiben, damit das Miteinander gelingen kann. Am 28. September gibt es in Pirna eine Lesung mit anschließender Diskussionsrunde, angeregt von der Arbeitsgruppe Asyl. Integration mit objektiven Chancen und Problemen wird dann einmal mehr auf der Tagesordnung stehen.